Bill, warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden, die NSA zu verlassen? Zuerst vor allem wegen der Korruption, der Verschwendung, des Betrugs und des Missbrauchs wollte ich die NSA bereits 2002 verlassen. Doch nach 9/11 wollte ich doch weiter dort bleiben, denn ich wollte meinem Land helfen, Probleme zu lösen. Aber als ich dann erlebte, wie sie damit begannen, fast jeden Bürger in den USA auszuspionieren, musste ich gehen. Sie begannen erst in den USA, die Daten von Bürgern zu sammeln und später dann auf der ganzen Welt. Ihr werdet also alle jetzt genauso wie US-Bürger behandelt. Die massive Ausspähung begann erst nach 9/11, sagten Sie? Yes, that's right. They didn't have the capability before. Ja, so war es. Vorher hatten sie gar nicht die Kapazitäten dafür. Die Systeme haben meine Kollegen und ich erfunden. Sie haben sie dann abgeschafft, um dieselben Systeme dann auf dem freien Markt bei Firmen wie Naris und Barron zu kaufen. Zwei verschiedene Firmen, die Sessionizer bauten mit Prozessoren, die 622 Megabit pro Sekunde schafften oder später 10 Gigabyte pro Sekunde. Das war ihre größte Anschaffung. Für die Überwachung der Festnetztelefone hatten sie Verträge mit Telekommunikationsunternehmen geschlossen. Dadurch konnten sie alle Gespräche problemlos abhören und speichern, ohne große Probleme. Sie bekamen dabei sogar Hilfestellung. Was das Internet anbetrifft, standen sie vor dem Problem, wie sie das aus dem Glasfaserkabel herausbekommen, um die Daten zu speichern. Dafür kauften sie nochmal weitere Systeme von den Firmen. Vor 9/11 gab es keine Kapazitäten dafür. Meinen Sie personell oder technisch? Wenn Sie in diesem Ausmaß überwachen wollen, müssen Sie eine Menge Geld in die Hand nehmen, teure Verträge abschließen mit Firmen, Dienstleistern, Transporteuren. Man muss Speicher errichten, wie zum Beispiel in Bluffdale, in Porton Eat. Neben der NSA ein weiteres in San Antonio, eins in Florida. Wissen Sie, die mussten so viele Lager bauen, neue Gebäude dafür errichten, neue Verträge abschließen. Eine ganze Industrie ist das geworden. Es entstehen wieder neue Arbeitsplätze, wo die pensionierten NSA-Leute dann unterkommen können. Ich nenne das Inzest. Manchmal haben sie auch Leute aus den Firmen, mit denen sie Verträge abgeschlossen haben, in die NSA hineingeholt. Da haben wir es ganz klar mit Korruption zu tun. Was war Ihr Schlüsselereignis? Der Moment, in dem Sie gesagt haben, jetzt werde ich zu einem Whistleblower, jetzt packe ich aus. Well, see, after I left, I tried to work with others, a few other people, to try to work internally in the government's chain of command, like the House Intelligence Committee and the Senate. Als ich die NSA verließ, habe ich und einige Kollegen versucht, in der Regierungskette, im Geheimdienstkomitee des Senats oder des Repräsentantenhauses oder bei Generalinspekteuren auf die Geschehnisse Einfluss zu nehmen und haben versucht, denen zu erzählen, was alles passiert. Letztlich hat Snowden es dann mit der Presse gemacht. Wir haben auch alles erzählt, aber die Politiker haben uns ignoriert und wir haben dann darauf beharrt und dann haben sie uns mit dem FBI verfolgen lassen. Sie drohten uns mit Strafverfolgung. Mehr als 7 Jahre lang haben wir versucht, die Regierung auf die Probleme aufmerksam zu machen, leider erfolglos. Sie haben uns sogar mit Waffen verfolgt, haben versucht, uns etwas anzuhängen, haben angebliche Beweise konstruiert, aber ich konnte sie stoppen und Beweise liefern für ihre böswillige Verfolgung. So that when they came and took all our material in 2007, I just went to other people and asked to have it back. Was man lernt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die keine Integrität haben, ist, dass man sich zusammen mit anderen Beweisen gegen diese Leute absichert. Als sie unser Material 2007 beschlagnahmt haben, um daraus angebliches Beweismaterial gegen uns zu konstruieren, habe ich einfach meine Kollegen gefragt, ob sie es mir zurückgeben können. Damit haben sie nicht gerechnet und wir konnten somit erkennen, dass sie versucht haben, das Material zu manipulieren. Das ist eine Straftat, für die wir sie hätten belangen können. Das Justizministerium hat dann aufgegeben, uns zu verfolgen. Aber dennoch hat mir das gezeigt, wie gering die Integrität dieser Leute ist und wie korrupt meine Regierung ist und die ganze Zeit war. Daher entschied ich mich, meine Zurückhaltung aufzugeben und dann auch damit an die Presse zu gehen, okay? Did you have other kind of harassments? Hat man auch versucht, sie umzubringen? Threatened to your life? Well, they pointed guns at me, okay? I would take that as a threat. Sie haben Schusswaffen auf mich gerichtet. Sie haben versucht zu verhindern, dass wir jemals wieder einen Job bekommen. Überall, wo wir uns bewarben, schickten sie das FBI hin und sagten, dass gegen uns Ermittlungen laufen. Die Firmen wollten uns dann natürlich nicht mehr einstellen. Hat die Regierung das Ausmaß der Ausspähung bisher in irgendeiner Weise in den USA zurückgefahren?
nachdem alles aufgedeckt wurde? Nein, sie versuchen die Programme immer noch weiterzuführen, auch wenn es dagegen inzwischen Widerstände gibt. Aber sie werden noch Ärger damit bekommen.